Aufstiegshoffnung bei Lok Leipzig lebt. Der erste FC Lokomotive Leipzig gewann die Auswärtspartie beim VfL Halle 96 mit 2:0 und kann somit weiter vom Aufstieg träumen. Die Mannschaft von Trainer Heiko Scholz tat sich in Halle allerdings sichtlich schwer. Erst in der Schlussphase schaffte es Lok durch die Tore von Andreas Ventschuch und Jamal Ziane das Spiel für sich zu entscheiden und somit den dritten Platz in der Oberliga zu verteidigen. Die Chancen um ein mögliches Relegationsspiel um den Aufstieg in die Liga 4 sind durchaus gestiegen. Denn Hansa Rostock machte trotz der Niederlage den Klassenerhalt in Liga 3 perfekt. Jetzt muss Magdeburg nur noch die Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga für sich entscheiden. Dann hätten es die Leipziger selber in der Hand. Geplant wird weiterhin zweigleisig. Neben der Verpflichtung von Steffen Fritsch von SG Union Sandersdorf und Daniel Becker von Luckenwalde soll nun auch Emre Arik aus der zweiten Mannschaft von Jan Regensburg geholt werden. Laut Mario Basler soll die Kaderplanung dann in 4 Wochen abgeschlossen sein.